Was geht ab, Freunde? Willkommen zu meinem kleinen Meinungstalk-Video zu den neuesten Pixar-Filmen, und zwar Lightyear, Freunde. Ich habe mir das Ganze direkt im Kino reingezogen, denn ja, zum einen liebe ich die Pixar-Filme, zum anderen bin ich sehr großer Fan von Toy Story, aber das ist ja auch normal, denke ich, ja. Also jeder sollte Fan von Toy Story sein. Und ja, nachdem es ja jetzt lange Jahre die letzten Filme nur auf Disney Plus gab, ja, also die letzten 3-4 Filme, glaube ich, gab es ja direkt nur auf Disney Plus, kam jetzt das Comeback im Kino. Und ich sag mal so, durch die Trailer war ich schon so ein bisschen gespannt, was wollen sie mir eigentlich erzählen, was soll der Film wofür ist er eigentlich gemacht. Und ich bin leider enttäuscht rausgegangen, denn Freunde, dieser Film hat nichts mit Toy Story aus meiner Sicht zu tun. Dieser Film zeigt auch nicht den Buzz Lightyear, den ich lieben gewonnen habe durch die ganzen Toy Story Filme. Denn das ist ein anderer Buzz Lightyear, das ist nichts, was mit Toy Story zu tun hat. Und ich frage mich wirklich, nachdem ich da leider enttäuschend aus dem Kino gegangen bin, ich frage mich wirklich, was soll das eigentlich alles? Man hat sich ja schon gefragt bei dem Toy Story 4, also bei dem vierten Film, warum holen sie das jetzt wieder raus? Die Story war da so schön abgeschlossen. Und zum einen würde ich sagen, ja, hat man recht. Also wenn man das sagt, ey, mit dem dritten Teil war das so ein schönes Ende, so ein emotionales Ende, wie die sich alle, man hat die Szene ja vor Auge direkt, ja, vor dem Auge, wie sie sich alle an den Händen fassen, als sie dann in dieser Müllverbrennungsanlage sind. Wunderschöner Film, unfassbar geil. Und dann kam der vierte raus. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde trotzdem gut unterhalten. Es war schön, ja, also es war trotzdem schön, die nochmal zu sehen in neuer, fetter Animation, weil vom Animationsstatus unfassbar geil gemacht. Auch Lightyear ist sehr, sehr schön animiert, auf absolutem Top-Level. Der Rest ist leider eher aus meiner Sicht Medium, also sowohl die Story als auch die Charaktere, die neuen, und Lightyear selber auch eher Medium. Das hätte ich niemals gesagt, vorher oder geträumt vorher oder erwartet vorher. Denn, ja, was soll ich sagen, das ist einfach leider nicht mein Buzz Lightyear. Der hat absolut nichts mit dem zu tun, den wir kennengelernt haben, den wir durch den ersten Film besonders kennengelernt haben, dass er da, ja, immer jedem mit seinem Laser droht oder Star Command und so weiter, der Angst hat davor, seinen Helm zu öffnen, weil er vielleicht ersticken könnte, weil die Welt kontaminiert ist, weil für ihn das alles unbekannt ist. Dieser Lightyear, der so lustig ist, der so parodiemäßig unterwegs ist, der, ja, irgendwie, ja, einfach cool auch ist, Das ist nicht dieser Lightyear, der hier im Film gezeigt wird. Und das ist sehr schade. Denn, wie gesagt, Buzz ist so eine coole Figur. Toy Story ist absolute Liebe. Und ich dachte mir, was soll das alles? So mediummäßig, ja? Also auch die Story, muss ich ganz ehrlich sagen. Obwohl es natürlich wieder so einen kleinen Pixar-Twist hat, aber den man auch schon mal gesehen hat, ja? Es geht nämlich darum, dass Lightyear eine Mission hat mit verschiedenen anderen Leuten, die wollen auf ihren Planeten zurück, und er aus seiner Sicht baut dann Scheiße und die sind dann irgendwo gestrandet, ja. Und er versucht halt, den Antrieb wieder in Gang zu bringen, dass sie da von diesem Planeten wegkommen. Darum geht es eigentlich. Das hat man schon mal gesehen. Auch die Charaktere so, wie gesagt, Buzz ist einfach, das hätte ich niemals gedacht, Buzz ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfiguren in Toy Story. Aber hier würde ich sagen, Alter, das ist so Mittelmaß, auch die Jokes so, ja, hier und da vielleicht ganz nett so, aber auch mehr auch nicht. Also ich glaube, das Highlight für die meisten wird wahrscheinlich Socks sein, die kleine Roboterkatze. Aber da kann man wirklich sagen, das ist auch schon wieder so ein bisschen typisch gemacht für diesen Humor und so. Der kann einem gefallen, ja, ist in Ordnung, aber ich würde sagen, der Film ist leider nur Mittelmaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die letzten Pixar-Filme haben mir alle besser gefallen, selbst Rot hat mir besser gefallen als Lightyear, das hätte ich niemals gedacht. Also Rot ist ein guter Film, finde ich, das ist schon auf jeden Fall unterhaltsam, süß und lustig und so weiter. Aber Lightyear, boah, keine Ahnung, Luca ist sowieso um Welten besser. Luca ist wirklich für mich persönlich das Highlight der letzten 2-3 Jahre in Sachen Animationsbereich, gerade von Pixar mal wieder, denn welcher Film kam davor? Soul, der war auch eigentlich ganz gut, aber der ging auch so ein bisschen in die Richtung, wie es schon Alles steht Kopf gemacht hat. Und Alles steht Kopf ist einfach 2-3 Stufen über Soul für mich persönlich. Und davor war ja dieser Onward, wie wird der ausgesprochen? Ich habe bis heute keine Ahnung. Und da würde ich sagen, ist vielleicht so ein bisschen auf Lightyear-Level, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Naja, schade. Aber, was soll ich sagen? Wirklich, keine Ahnung. Also am Anfang des Films steht auch, das ist der Film, der Andy dazu gebracht hat, dass er diese Figur will. Und ich frage mich, warum eigentlich? Das ist, wie gesagt, es hat nichts mit dem Buzz Lightyear zu tun, den wir aus dem Film kennen. Gar nichts. Außer, dass er die Rüstung trägt, dass er ein Space Boy ist und dass er den Namen trägt. Ja, das war's dann aber auch schon. Wir haben nicht den Lustigen, wir haben nicht diesen, hey, Star Command, ich bedrohe jeden mit meinem Laser und so weiter, diese Parodie, vor allem auch den wir gesehen haben durch die Werbeclips in den Filmen oder durch die Verpackung von seinem Spielzeug oder auch als Rex in den Filmen dieses Videospiel spielt von Buzz Lightyear, dass er dann gegen Imperator Sur kämpft und so weiter. Das haben wir alles nicht wirklich in den Filmen. Und ich denke so, wofür das Ganze? Also wofür eigentlich? Also du nimmst die Figur Lightyear, aber du zeigst nicht Buzz.
Du zeigst ihn nicht. Du zeigst irgendjemand anderes, der diesen Namen trägt. Ich verstehe nicht. Also es macht ja gar keinen Sinn, wenn Andy wirklich diesen Film gesehen hat. Und dann kommt aber diese Figur dabei raus. Ja? Und diese Figur denkt ja, er ist der Typ, der in dem Film ist. Der ist aber nicht derjenige. Das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ich verstehe diesen Film nicht. Wirklich, also er denkt ja wirklich, er ist ein Star-Command-Boy und so weiter. Aber diese Figur, die in dem Film da ist, ist nicht die Figur, die in diesem neuen Lightyear-Film ist. Es ist eine ganz andere Figur, es ist ein ganz anderer Charakter. Und irgendwie macht das gar keinen Sinn. Warum? Da denke ich mir wirklich, warum. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es lieber gehabt und besser gefunden, hätten sie noch einen weiteren Toy Story-Film gemacht. Ja, auch wenn der eine oder andere schon gesagt hat, nach dem dritten, ey, reicht doch, ist so ein schönes Ende. Aber ich fand den vierten trotzdem schön. Ist wahrscheinlich für mich der schwächste, so, denke ich schon, von den vier. Trotzdem sehr, sehr gut. Ich hätte es so schön gefunden, darauf warte ich eigentlich schon die ganze Zeit, dass ein neuer Toy Story-Film kommt, wo mal Buzz mehr im Mittelpunkt steht. Klar hatten wir im ersten Teil sehr viel Buzz und so weiter und im zweiten Teil war ja wirklich der Fokus auf Woody und Jesse und so weiter und die ganze Cowboy-Bande. Natürlich ist Buzz immer wieder dabei, aber gerade im vierten Teil hat er wirklich sehr wenig Screentime. Ich hätte es sehr, sehr schön gefunden, hätte es einen weiteren Toy Story-Film gemacht in diesem Toy Story-Style, aber Buzz wäre mehr im Vordergrund. Das hätte ich besser gefunden als diesen Lightyear-Film, weil... Mann, ey, man kann sich den reinziehen, ja, ganz ehrlich, wartet lieber, ich sag euch ganz ehrlich, wartet lieber, bis er auf Disney Plus rauskommt. Für mich persönlich hat der Kinogang sich nicht gelohnt und ich bin riesiger, wirklich riesiger Toy Story-Fan. Und mit den Leuten, mit denen ich da im Kino war, die sehen das genauso, ja. Also ich hoffe, ihr seht es anders, vielleicht hattet ihr mehr Spaß. Wie gesagt, er ist nicht schlecht so, ja, versteht mich nicht falsch, der ist nicht schlecht. Man wird unterhalten so, in dem Sinne, aber... Nicht, weil es ein cooler Toy Story-Film ist oder nicht, weil es ein cooler Buzz Lightyear-Film ist, wie ihr die Film, also die vier Figur kennt. Es ist einfach ein anderer Film. Es ist ein anderes Universum, es ist was ganz anderes. Und das finde ich halt so schade, ja. Also man kann unterhalten werden, da gibt es bestimmt hier und da mal einen Lacher oder sowas, aber das für mich persönlich reicht nicht in Sachen Toy Story-Universum, ne? Also, und der gehört ja dazu. Er gehört ja jetzt dazu. Ja, das soll ja der Film sein, der Andy dazu gebracht hat, dass er sich unbedingt diese Figur gewünscht hat. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Was hat er denn, welchen Geburtstag hat er nochmal gefeiert im ersten Film? Ich glaube, der 10-Jährige oder sowas. Ich denke so, warum? Warum? Der ist, ja, er sieht cool aus. Er sieht cool aus durch die Rüstung und so weiter, durch seinen Anzug. Aber das war's dann auch. Also, so krass cool kommt er in dem Film nicht rüber, ja. Also, der ist einfach da, so, ja. Also, da hätte ich mir wahrscheinlich sogar eher die Katze gewünscht. Keine Ahnung, also, sehr schade, sehr, sehr schade. Das ist einfach leider nicht mein Buzz, den ich liebe, Alter. Ich lieb Buzz aus Toy Story. Ich lieb den wirklich sehr. Einfach so geil. Ich bin mit dem Film aufgewachsen damals. Ja, schade. Wirklich schade. Ey, wie gesagt, nicht schlecht, der Film an sich. Aber für Disney, für Pixar-Verhältnisse würde ich schon sagen, Mittelmaß. Und das ist aus meiner Sicht nicht Anspruch von Pixar. Und sehr schade, auch sehr schade, dass der nicht so gut ankommt, dass er nicht so gute Einspielergebnisse hat. Aber das wird wahrscheinlich damit zu tun haben, dass die letzten Filme alle auf Disney Plus sofort gekommen sind. Und dass der Film einfach nicht so sonderlich geil ist. Also, er ist nicht sonderlich gut. Ja, ich würde sagen, wirklich im Animationsbereich eher Mittelmaß. Ja, und das ist nicht der Anspruch von Pixar. Normalerweise sind die ganz, ganz vorne mit dabei. Also, Toy Story für mich persönlich ist, also Top 2 Animationsfilmserien mindestens. Mindestens Top 2, vielleicht Top 1. Ich schwank da immer zwischen Toy Story und Drachenzähmen leicht gemacht. Das sind für mich so die absoluten Highlights, auch wenn ich Schreck liebe und Ice Age und so weiter. Aber die Genialität von vor allem über so viele Filme, das sind für mich meine Top 2, glaube ich. Ich glaube, das sind meine Top 2, deswegen fällt mir jetzt irgendwas ein. Ich meine, Monster Uni und Monster AG liebe ich auch so, ja. Aber von Toy Story gibt es 4 geile Filme und bei Drachenzähmen leicht gemacht gibt es halt 3 grandiose, geile Filme und dementsprechend, boah, leider schade, wirklich schade, ey, sehr schade, sehr, sehr schade. Naja, Freunde, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ich denke, es gibt bestimmt einige, die trotzdem richtig Spaß hatten mit dem Film und ist ja cool für euch. Ja, für mich leider, ja, ich wurde schon unterhalten so, aber auf Toy Story Level mit Abstand nicht. Und das ist halt sehr schade für mich persönlich zumindest. Gut, das war's. Wir hören uns in anderen Videos so oder so. Und ja, danke fürs Zusehen. Haut rein.